Also wir haben dieses geschwungene Dach, ja. Da werden jetzt einige fragen, wie hast du die Foundations denn so durchgebogen? Das Moin Sann und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory mit Mods. Meine lieben Freunde, wir sind immer noch ganz tief drin im 100 plus Milestone Mod. Beim letzten Mal haben wir freigeschaltet transparente Walkways, der absolute Wahnsinn. Und jetzt haben wir schon den 18. Meilenstein von über 100. Ja, in Arbeit. Und da fehlt uns jetzt noch ein bisschen was. Ich habe jetzt mal offscreen dafür gesorgt, dass wir den Biokraftstoff bekommen. Den habe ich mir am Shop gekauft. Den abgefüllten Heavy Oil Rückstand, den habe ich abgefüllt. Statt des Schweröls habe ich den einfach, also statt des Öls habe ich den einfach umgefüllt in der Fabrik, die wir schon beim vorletzten Mal am Start gemacht. Oder beim letzten Mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ne, beim letzten Mal war das, genau. Und ja, Motoren haben wir einfach aus dem Lager geholt. Ja, und das Problem sind jetzt halt die Weltraumliftteile, die wir brauchen. Das eine da. Das befüllt sich hier oben gerade noch. Da habe ich mal jetzt noch eine zweite Anlage mal schnell daneben gestellt, damit es wenigstens ein bisschen schneller geht. Die hier ist allerdings übertaktet gewesen. Und die hier drüben jetzt natürlich nicht, weil ich mir ja meine ganzen Schnecken, ne, die habe ich mir für später gemerkt. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt nochmal ein paar Schnecken besorgen. Wobei das jetzt hier auch gar nicht mehr so wenig ist, was hier jetzt fehlt, sehe ich gerade. Wir stecken das jetzt gleich nochmal rein, was hier jetzt fertig geworden ist. Ich sage euch, wenn ich dann fertig bin mit Schnecken sammeln, brauchen wir es dann eh wieder nicht mehr, weil es dann fertig ist. So ist das halt immer. Aber was ich euch vorher noch zeigen kann, ist eine ziemlich coole, ja, eine ziemlich coole Sache. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja für diese ganzen Poster, die es hier in dieser More Milestones Mod gibt, wollen wir ja eine Dings bauen, eine Galerie. Ah, 100 brauchen. Ne, das lohnt sich tatsächlich noch. Bei 100 lohnt sich das noch. Knapp 100, nicht ganz 100. 95. 95 brauchen wir noch. Genau, wir suchen mal noch ein paar Schnecken. Dann können wir die Anlage schneller mal übertakten. Dann zeige ich euch auch noch mal unsere Galerie, die wir jetzt schon so zum Teil zumindest gebaut haben. Ist noch nicht ganz fertig, ja. Und das Innenleben fehlt auch noch. Aber so das grobe Design ist schon so ein bisschen fertig. Und das ist schon eine ziemlich feine Sache. Da wir da auch mal ein bisschen so die Mods miteinander kombiniert haben. Ja, da könnt ihr gleich mal gespannt sein drauf. Ich hoffe nur, ich finde jetzt hier noch ein paar Schnecken. Ich habe sie mir ja zum Glück alle für später gemerkt. Das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich hier gerade völlig planlos durch die Pampa laufe und mich panisch umschaue, weil ich mir ja gemerkt habe, wo ich mich panisch umschauen muss, um an Schnecken ranzukommen. Ich höre eine Schnecke. Ich höre etwas. Ich höre, dass ich sehe, dass es keine Schnecke ist. Ah, ich werde beschissen, beschossen. Ah! Runter! Ausweichen! Da ist sie! Ich wusste es! Ich habe es genau gewusst, dass da eine ist. Ich habe mir das genau gemerkt, dass genau an der Rippe hier eine Schnecke ist. Der Wahnsinn! Mein Gehirn funktioniert ja noch. Beeindruckende zerebrale Leistung, Herr Spielbär. Der Wahnsinn. Das sind ja jetzt schon Das sind ja auch schon Lauch 2, auf jeden Fall. Lauch 2 Schnecken. Also Shards, nicht Schnecken. Wenn man die Schnecken verarbeitet. Ah! Da brauche ich noch eine grüne und dann habe ich es schon. Nicht schlecht. Läuft. Läuft, meine lieben Freunde, läuft. Da! Mensch. Das geht ja wie am Schnürchen. So, wenn ich die jetzt aufgesammelt habe, dann machen wir gleich mal eine ganz lustig launige Sache, nämlich wir speichern das Spiel. Das ist ganz wichtig, weil es ist jetzt echt so, seitdem ich den 100 Milestones Mod drauf habe, ich weiß nicht, ob es unbedingt an der Mod liegt oder an anderen Sachen, seitdem crasht das Spiel doch sehr häufig, muss ich sagen. Und es ist auch so, dass der Rechner ja auch noch so ein bisschen Probleme macht ab und zu. Das heißt, ja, das ist so ein bisschen so eine lustig launige Kombination. Also man kann nicht oft genug speichern hier an der Stelle, das kann ich schon mal sagen. Ist auf jeden Fall weise. Es ist auf jeden Fall eine weise Weise zu speichern. Auf diese Weise. Auf diese Weise kann nämlich nichts schief gehen. Fängst du bald mal wieder auf einer neuen Map an? Nee. Also ich habe ja die hier quasi erst vor nicht allzu langer Zeit neu gestartet. Und ich sehe jetzt wirklich den Sinn nicht darin, nochmal neu anzufangen. Es sei denn, es kommt eine Story rein. Dann ja. Wenn jetzt wirklich im nächsten Update, im nächsten großen gesagt wird, jetzt beginnen wir mit einer Story.
dann würde es Sinn machen, nochmal von vorne anzufangen. Im Story-Modus dann. Aber so jetzt erstmal nicht. Auch das nächste Update, das wurde ja jetzt in Form eines Teaser-Videos, falls ihr das mitbekommen habt, auf Fixit, Coffee Stain, Fixit sage ich schon. Bei Coffee Stain, oh Gott, nicht sterben jetzt. Moment, ich sag's gleich, richtig. Bei Coffee Stain auf dem YouTube-Kanal gab es jetzt ein Teaser-Video zu den neuen Features von Update 3.5. Und das neue Feature von Update 3.5 wird offensichtlich ein Gerät sein, um Kanister zu befüllen. Jetzt werden einige sagen, was zum Teufel, warum denn das? Ein Gerät zum Kanister befüllen? Was ist denn das? Das braucht man doch gar nicht. Man hat doch schon die Raffinerien. Ja genau, aber die werden das jetzt nicht mehr können. Das Befüllen von leeren Kanistern mit Flüssigkeiten, das können die dann nicht mehr. Da gibt es dann dieses Gerät dazu. Und das hat einige Implikationen, die das nach sich zieht. Das bedeutet nämlich, dass man die Raffinerien jetzt natürlich anders planen muss. Und das bedeutet auch, dass es möglicherweise auch Änderungen am Rohrsystem noch zusätzlich geben wird, die noch darüber hinausgehen. Und das bedeutet auch, wenn es einen Verpacker, also einen Abfüller gibt, dass es da eigentlich auch einen Endfüller geben muss. Oder dass das Gerät beide Funktionen erfüllt. Aber es sah im Video eher danach aus, dass es nur die eine Funktion erfüllt, nämlich das Befüllen. Also müsste es theoretisch auch noch einen Endfüller geben, der Flüssigkeit aus einem Behälter rausholen kann. Ja. Das wird wahnsinnig spannend und es dauert ja nicht mal mehr so lange, bis das Update kommt. Es soll ja Ende Oktober rauskommen. Es ist also kurz davor quasi. Wir sind quasi kurz davor, dass dieses Update erscheint, wenn man es genau betrachtet. Also das Video hier werdet ihr wahrscheinlich am Sonntag, den 11. Oktober sehen. Es ist wohl geplant, dass es in den nächsten 2 Wochen dieses Update geben wird. Es kann natürlich auch sein, dass es im Experimental auch immer noch mal ein bisschen früher kommt. Das bedeutet wahrscheinlich demnächst. Und das wird natürlich sehr spannend dann, ne? Ich bin sehr gespannt. Im letzten Stream wurde auch gesagt, dass einige Mod-Ideen ins Spiel übernommen werden. Und das hat einige, diese Aussage hat einige dazu spekulieren lassen. Es war ja so, ich fange mal anders an, es war ja so in der Refined Power Mod, dass man das Gas von den Gasschloten, von diesen Giftgas-Dingern da, die hier teilweise so auf der Map rumstehen, dass man das mit diesem Gasabsauger in der Mod absaugen konnte. Und dann war das nicht mehr gefährlich, dann konnte man da rumlaufen und man konnte aus dem Gas dann einen Brennstoff herstellen. Es wird gemunkelt, dass das jetzt vielleicht dann offiziell geht. Dass das vielleicht dann auch reinkommt. Weil das war ja mal eine Mod-Idee, die aber komischerweise, und da haben sich ja alle gewundert, warum das in dieser Refined Power Mod nicht mehr drin war, weil das ja eigentlich gut funktioniert hatte, warum das da plötzlich raus war, ja? Und vielleicht ist das ja der Grund. Vielleicht ist das der Grund, dass das dann offiziell kommt. Ist eine Spekulation an der Stelle. Ist Spekulatius, ja? Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Gedankenspiel halt, ne? Vielleicht kommt das ja wirklich dann da rein. Ins Spiel offiziell. Man weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Das wäre cool, aber es ist eine Spekulation. Es kann auch ganz anders kommen. Vielleicht kommt was ganz anderes rein. Weil ich meine, Mod-Features, die ins Spiel offiziell übernommen werden, da gibt es ja viele, die da in Frage kämen. Ne? Da, also, keine Ahnung. Ich meine, aufwendigere Verarbeitung von Atommüll zum Beispiel aus Purex. Vielleicht wird ja Purex übernommen. Das wäre ja easy. Da hätten sie ganz viele neue Rezepte. Zum Beispiel, ne? Man hätte sehr viele Möglichkeiten, was mit dem Atommüll zu machen, der ja jetzt mittlerweile oder bisher im offiziellen Spiel ja nutzlos ist. Also wäre schon spannend. Das ist ja nur eine Möglichkeit. Wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Oder Licht, genau. Licht. Ja, gut, Licht ist mit der Engine schwierig. Da würde es bedeuten, dass man sehr viel Leistung opfert, wenn man Lampen ins Spiel reinbringt. Könnte schwierig werden, ehrlich gesagt. Mit Licht. Bei Licht, da bin ich ein bisschen skeptisch. So, ich werde jetzt erstmal sicher, aus Sicherheitsgründen, ja, gehe ich erstmal jetzt noch nicht zur Galerie. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal kurz reinschauen in den Container hier und nochmal ein bisschen was rauskratzen von dem Zeug, was wir jetzt brauchen. Bevor wir gleich das Gebiet wechseln, sozusagen. Weil ich habe nämlich festgestellt, immer wenn ich größere Strecken zurücklege und in ein anderes Gebiet reinlaufe und dort dann Sachen geladen werden, dass es dann doch gerne mal abstürzt. Deswegen versuche ich das jetzt gerade nicht zu machen. Man muss ein bisschen aufpassen jetzt in letzter Zeit, weil mir ist zum Beispiel auch eine Sache jetzt
passiert mir jetzt. Der Mod-Launcher macht komische Sachen. Wenn ich den starten will, dann startet der sich kurz und dann fragt er mich, ob ich das neu installieren will. Also für welche Benutzer will ich das installieren? Für alle oder nur für einen? Und da muss ich den ganzen Installationsprozess nochmal machen. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber momentan häufen sich einfach die Kinderkrankheiten so ein bisschen, wenn ihr versteht. Ich speichere auch gleich direkt nochmal. Man kann nicht oft genug speichern, ich sag's euch. Auch wenn da gerade ein Autosave war, ey. Lasst euch das gesagt sein. Wenn ihr die Mods benutzt, speichert auf jeden Fall immer regelmäßig. Und stellt euer Autosave-Intervall so auf ein bisschen runter auf jeden Fall. Je nachdem, wie oft das bei euch abstürzt einfach. Damit ihr immer auch einen Backup-Save noch habt. Falls das eine, was ihr gerade speichert, kaputt geht, ja, kann ja passieren, dass die Datei dann korrupt ist, wenn es abstürzt, wenn ihr speichert. Das ist echt böses Timing dann, aber das kann alles passieren, ja. Und dann immer noch mal ein Backup haben von einem Save-Game. Ganz wichtig. Die Abstürze können vom 100-plus-Milestone-Mod kommen. Bist nicht der Einzige. Ja, ich weiß, sie haben schon einige jetzt geschrieben, dass sie Abstürze haben in Sartes. Aber das mit dem Mod-Launcher kommt da nicht daher. Deswegen, das ist vom Spiel selber irgendwie wieder ein Problem. Keine Ahnung. So, da hinten ist die Gallery, meine lieben Freunde. Die Gallery. Da müssen wir hier durch die... unter der Autobahnbrücke durch. Da ist sie. Das da ist noch nicht eingefärbt. Ja, die Front. Da ist sie, da ist sie. Ich habe jetzt mal... bei der Galerie habe ich jetzt mal ein bisschen probiert, die Sachen und die Elemente so ein bisschen zu kombinieren, ja. Also wir haben dieses geschwungene Dach, ja. Da werden jetzt einige fragen, hey, wie hast du die Foundations denn so durchgebogen? Das geht mit More Factory, da gibt es solche gebogenen Foundations. Das Schöne ist, die sind auch unterschiedlich gebogen. Ich kann euch aber sagen, das ist ein Pain in the Ass, diese Foundations so anzuordnen, dass die so aneinander passen. Weil die Snap Points, die sind total Banane. Es ist nämlich nicht so, dass man so ein Ding einfach nimmt. Ja, wenn ich das jetzt hier mal hinsetze. Also, so nebeneinander snappen die noch ganz gut. Ja, sowas, das geht noch. Das kriegt man noch einfach hin. Aber wenn ich jetzt sagen will, ich nehme mal an, hier ist keine Foundation. Und ich will die hier dran snappen. Dann seht ihr schon, wie komisch das aussieht. Ja, das funktioniert nicht. Ich kann die nicht hier unten an diesen Bogen ran snappen. Ich muss dann... Wände daneben hochziehen auf die richtige Höhe, also ich muss dann auch mit 1 Meter Wänden arbeiten und so, und dann erst treffe ich den richtigen Punkt, wenn ich es dann von der Wand ausbaue und nicht von der Foundation. Wenn die hier so schon angeordnet sind, diese Reihe, die wir jetzt hier haben, dann kann man die ganz leicht dann noch daneben setzen, indem man dann immer an die vordere ansnappt. Das geht, aber ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht die hier nehmen zum Snappen, ja. Ich kann jetzt nicht hier in der Mitte anfangen, weil dann seht ihr, dann schwebt das so drüber. Weil natürlich ist es so, das ist zwar gebogen, aber die Snap Points sind immer noch quadratisch. Das heißt, es kann gar nicht korrekt snappen, selbst, also ich weiß nicht gar nicht, der Modder kann das, glaube ich, gar nicht so machen, dass es korrekt snappt. Das ist schwierig, würde nicht gehen. Wegen diesem quadratischen Bausystem ist das halt. Wenn du halt ein Quadrat hast und eine gebogene Fläche im Quadrat, naja, dann wird es halt einfach ein großes Quadrat, ne? Das ist dann schwierig. Kannst du halt nicht so genau umsetzen einfach. Und dann muss man es halt ein bisschen umständlicher bauen, ne? Das führt einfach nur dazu, dass unsere Galerie einfach ein bisschen länger dauert, bis sie fertig ist, ne? Aber man kann sich natürlich jetzt auch einfach hier hinstellen, das einfach so machen. Das geht ein Ticken schneller. Ja, und ihr seht schon, ich habe halt hier jetzt, oder ihr seht es wahrscheinlich noch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht einige haben es schon gesehen, ich habe jetzt halt hier 3 Mods miteinander kombiniert. Einmal More Factory mit diesen geschwungenen Dachteilen und natürlich die Betonwände, die da oben über dem Glas hängen. Dann habe ich noch die Milestones Mod benutzt für das schwarze, für die schwarzen Böden hier ohne Textur. Das sind ja diese Gummiplatten, die man da freischalten kann. Und dann habe ich natürlich noch die Windows-Mod, die nicht mehr Windows-Mod heißt. Die heißt ja irgendwie Holes jetzt, wegen Rechte und so. Wegen diesen Rechten immer. Immer diese Rechte, ja. Deswegen, die heißt jetzt Holes. Da habe ich die durchsichtigen Fensterglasscheiben ohne Rahmen benutzt. Also, ist schon eine geile Sache, wie man die Mods miteinander kombinieren kann, um halt ein bisschen was Neues so rauszuholen, designtechnisch. Ist schon nicht so verkehrt. Kann man mal machen, definitiv. Ja, und der Plan ist halt jetzt da drin, dann Ausstellungsstücke
aufzubauen. Die ganzen Poster, die wir aus dem Milestones-Mod haben. Alles, was halt irgendwie nicht so wirklich benutzbar ist für irgendwas. Also, was halt mehr so zum, ja, zum Hinstellen und Angucken ist, ne? Deswegen habe ich die ja auch ein bisschen größer gebaut, von der Fläche her, damit wir ein bisschen was unterkriegen. Und theoretisch, man könnte auch noch eine zweite Etage einsetzen. Im Zentrum so, so als Kubus in der Mitte. Wäre vielleicht auch noch ganz nice. Mit dem Snapper, aber ihr seht es auch hier bei der langen Foundation. Der Snap-Point ist so vorne. Aber wenn ich ein Stück nach hinten gehe, dann rutscht das so in die andere Foundation wieder rein. Das ist echt, also die Snap-Points bei diesen Objekten sind echt Banane teilweise, ey. Da musst du echt gucken, dass du nicht dich versnappst beim Bauen. Statuen gehören auch da rein. Was denn für Statuen? Ach ja, die, die man im Shop kaufen kann. Die goldene, silberne, die Dinger. Ja, ich weiß, welche. Ja, okay. Ja, stimmt, die kann man da auch reinbauen. Machst du Pause oder spielst du dann Vanilla nach dem Update? Nee, also wenn das Update kommt, das neue, das 3.5er, mit den neuen Flüssigkeitssachen, dann spiele ich auf jeden Fall im alten Spielstand, im Vanilla-Spielstand. Ne? Da haben wir ja gesagt, immer wenn Updates kommen, dann spiele ich da. Also in meinem ganz alten Spielstand. In meinem 1000-Stunden-Spielstand, ja, da spiele ich dann. Da testen wir dann die neuen Flüssigkeitssachen. Ohne Mods und ohne irgendwelche Sachen, die dann wieder unnötigerweise zu irgendwelchen Abstürzen führen. Weil ich kann mir vorstellen, die Mods werden in der ersten Zeit auch wieder nicht so geil kompatibel sein zu den neuen Sachen. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Deswegen werde ich dann im alten Spielstand mal wieder reinschauen. Und das dann da machen. Und danach, wenn wir dann das Update ausgereizt haben, da geht es dann wieder im... Ne? Hier weiter. Also da haben wir immer was, wie wir so ein bisschen hin und her wechseln können. Ist nicht schlecht. Ist eine gute Idee, wie ich finde, wenn wir das so machen. So, hier kriege ich jetzt auch wieder ein paar von den Platten zurück. Das ist ganz gut. Die brauche ich nämlich hier, um das hier durchzuziehen. Merkwürdigerweise braucht man für die gebogenen More Factory Foundations, braucht man seltsamerweise die Eisenplatten. Die normalen. Warum auch immer. So, das sieht doch gut aus. Genau, und jetzt muss man halt hier... Hier hat man ja jetzt das Problem, man kann ja keine gebogenen... wie nennt man sie... Diese Wandteile halt, da gibt es ja keine gebogenen, ne? Da kann man jetzt andere Teile einfügen. Ich gehe mal in die More Factory-Dings. Da gibt es ja die 1-Meter-Wände zum Beispiel. Oder 2 Meter sind es, 2 Meter-Wände, ne? Die kann man dann da drunter setzen. Und die dürften dann auch eigentlich nicht oben durchgucken normalerweise. Ja genau, guck mal, die sind dann so abgeschnitten, dass man die nicht mehr sehen kann oben. Und dann hat man aber trotzdem noch so dieses kleine Fitzelchen da. Das ist dann trotzdem zugebaut und sieht nicht so komisch aus. Man muss bei den Wänden nur mal ein bisschen mit dem Snap-Points gucken auch. Weil, also im More Factory, die Snap-Points sind teilweise echt ein Krampf. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt in der Luft hängend die Dinger habe, die Wände. Und ich will direkt hier daneben bauen. Dann seht ihr, was passiert. Dann snappt das so ineinander. Und nur wenn daneben eine Foundation ist, kann ich dann die Foundation zum Snap nehmen. Wenn jetzt hier aber keine Foundation ist, kann ich das nicht direkt daneben bauen. Das ist ganz seltsam. Also man kann die Dinger immer nur richtig von unten nach oben bauen, aber nie von oben nach unten so richtig. Also nicht nebeneinander. Ist ein bisschen schwierig. Ist nicht ganz unmöglich. Genau. Nice. Haben wir? Nicht. Nicht komplett. Genau. Ich habe auch nochmal hier den Eingang ein bisschen weiter nach links verschoben, weil ich wollte den Eingang dann doch unter diesem großen Bogen haben. Der war ja ursprünglich mittig, aber dann habe ich mir gedacht, naja, das funzt eigentlich nicht so gut optisch. Da müssen wir nochmal ein bisschen das versetzen. Genau, und ich möchte auch noch so zwischendurch an den Rändern zumindest auch, an den Kanten da, möchte ich dann auch noch so Stahlträger einziehen, damit das nicht ganz so unlogisch aussieht. Aber momentan sieht es ein bisschen so aus, als wenn das Dach überhaupt keinen Support hat. Ja, das muss natürlich noch geändert werden. Das ist noch nicht so ganz richtig. Da fehlt noch ein bisschen was. Ist noch nicht fertig, ja. Und wir wollen ja auch noch ein Förderband durch die Anlage durchbauen. Speichern, ganz wichtig. Immer speichern. Wenn man einmal gespeichert hat, dann lieber einmal zu oft speichern, ja. Speichern ist wichtig.
Genau, dass wir dann durch die Galerie halt noch ein Förderband bauen, wo man sich dann draufstellen kann. Da wird man dann so von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück gefahren. Müssen wir mal schauen. Das mache ich aber erst, wenn ich die Galerie insgesamt fertig habe. Weil sonst bauen wir das Förderband und dann wollen wir was ändern am Gebäude und dann stellen wir fest, ah, das geht ja gar nicht, weil das Gebäude das gar nicht hergibt. Und dann müssen wir das wieder abreißen und jenes. Und dann wird das alles ein Riesenchaos. Deswegen schaue ich erst mal, dass ich das Gebäude hinkriege. Genau. So, jetzt schnappen wir uns hier nochmal das, was auch immer jetzt fertig ist. Hoffentlich ist jetzt genug fertig. Es ist jetzt genug, 56. Ja, fast. Gar nicht mal so wenig hier, was da noch fehlt. Wenn wir nur ein bisschen mehr Motoren noch hätten. Aber da wird ja abgezweigt hier. Das wird ja aufgeteilt. Müssen wir mal gucken. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich pack mal hier. Pack mal hier das rein. Fast. Guckt euch das an. 11 Stück nur noch. Nice. Hat gut funktioniert mit dem Übertakten. Nicht schlecht. Mal speichern schnell. Immer speichern, ja? Einige werden jetzt sagen, mein Gott, er speichert ja voll oft. Ja, wenn ihr wüsstet, wie schnell das hier abstürzen kann, ey. Das ist wie ein Minenfeld, in dem man sich bewegt. Und ja, es soll wohl überwiegend auch am, am 100-plus-Milestone-Mod liegen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Stabilität über Content stellt, dann solltet ihr vielleicht hinterfragen, diese Mod zu benutzen. Ist vielleicht dann nicht so eine gute Idee. Oder zumindest nicht mit anderen Mods vielleicht kombinieren. Vielleicht ist das auch das Problem. Das weiß man halt nicht so genau, was es jetzt eigentlich auslöst. Das ist mal so das Ding. Aber mein Problem mit dem Mod-Launcher, das ist auch sehr skurril. Das verstehe ich auch nicht, warum der immer wieder sich jetzt beim Starten, weil ich klicke ja nicht auf eine Setup-Datei, ich klicke ja auf eine Exe-Datei. Ja, auf die installierte Exe-Datei klicke ich ja. Das ist ja auch so merkwürdig, dass er dann das Setup auslöst von dem Programm. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Es sind so die Mysterien, ich sag's euch. Da passieren momentan echt seltsame Sachen. Und das wird nicht besser, glaube ich. Das wird dann noch seltsamer bestimmt, wenn das neue Update kommt. Da passieren noch viel mehr seltsame Dinge. Hier seht ihr, habe ich zwischendurch auch mal so etwas nicht ganz so korrekte Strukturen genommen, weil hier von den Dingern gibt es keine 1-Meter-Variante und ich glaube, wenn ich das so mache, guckt es oben durch, ne? Mal schauen. Da schreibt jetzt gerade einer, mein Satis stürzt nicht ab, trotz 100 Milestones Mod. Tja, da steckst eben nicht drin, ne? Also vorhin hat auch jemand geschrieben, bei ihm stürzt es genauso ab wie bei mir. Es ist halt immer so eine Sache, ne? Es ist bei jedem auch immer anders. Ich glaube auch nicht, dass es per se dieser eine Mod ist. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Mods, die dazu führt, dass das passiert. Das ist halt eine ungünstige Kombination. Es ist jetzt halt die Frage, man weiß es jetzt halt nicht, was es genau ist. Man müsste es jetzt halt ausprobieren. Immer eine Mod wegnehmen, gucken, wie es läuft. Dann wieder eine Mod hinzufügen, gucken, wie es läuft. Und dann irgendwann, wenn es dann abstürzt und man dann die Kombination rausgefunden hat, dann weiß man es. Und dann ist es wieder egal, weil dann kommt wieder ein Update und dann ist sowieso wieder alles anders. Von daher, das wird man wahrscheinlich eh nie rauskriegen. Da muss man halt einfach mit leben. Die Kombination ist das wahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch. Es ist ja auch wirklich viel hier. Also es sind ja auch noch, die Straßenmod ist ja noch mit drin. Die Refine Power Mod. Dann haben wir noch die Mod, die den Tag anhält. Ja, also dass die Zeit nicht vergeht. Ach, sind so viele Mods schon mittlerweile, ne? Es ist eigentlich ja der Wahnsinn, wenn man es genau betrachtet. Da kann man das ja gar nicht mehr genau sagen, was sich da wie auswirkt aufeinander. Das ist eben immer der Nachteil. Je mehr Mods es wird, desto instabiler wird das dann meistens. Aber naja, so ist das. Kann da hier überhaupt noch was fahren, wenn ich jetzt das hier so baue? Ich glaube, da kann doch dann gar kein Truck mehr drunter durchfahren hier. Ich glaub's zumindest nicht. Sieht ein bisschen sehr niedrig aus hier, die Decke. Müsste man mal probieren. Hatten wir nicht? Da hinten haben wir doch einen. Warte mal. Ich fahr mal mit die. Ja, könnte ganz knapp funktionieren. Ganz knapp. Aber nur ganz knapp. Zumindest haben wir jetzt schon mal das Dach fertig gebaut. Nicht schlecht. Ist das hier eigentlich? Das ist so eine kleine Wand, genau. Dann setzen wir das doch noch da oben hin. Warum geht denn das jetzt wieder nicht jetzt? So, lasse ich das jetzt erstmal speichern, 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 immer speichern, immer speichern, immer speichern, immer speichern. Niemand kommt hier auf die Idee, nicht zu speichern. Niemand und niemals.
Irgendwann motzt das Spiel eben bei so vielen Mods. Ja. Sieht aber arschgeil aus so rund. Ja, das ist mal was anderes. Bekämpft man sonst ja nicht so von Satis, dass man so gewählte Strukturen hat. Ist auf jeden Fall... Wie gesagt, ich mag das halt voll, dass diese Mods halt so viele Möglichkeiten reinbringen. Aber es, man hat halt immer diesen Trade-off halt. Ne? Das ist halt nicht immer nur Vorteil. Man bezahlt damit ein bisschen in Form von weniger Stabilität halt. Zumindest jetzt, solange das Spiel noch Early Access ist. Wobei man aber auch immer noch sagen muss, es ist im Vergleich zu anderen Spielen immer noch deutlich stabiler. So, jetzt fahre ich einfach mal... Ah doch, das geht. Guck mal, das ist genug Abstand. Das sieht auf den ersten Blick so niedrig aus, aber das geht. Das ist ja hier das höchste Fahrzeug. Nö, das passt sogar ganz gut eigentlich. Nee, kann man so machen? Würde ich jetzt so machen auf jeden Fall. Ja, wir sind gerade in England. Ich fahre gerade auf der falschen Seite, ich weiß. Ist egal. Ist nur ein Test. Ja, ist doch was Schönes hier. Haben wir mal ein schönes neues Gebäude ausprobiert. Ich wollte unbedingt mal diese Dachteile benutzen. Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt ganz penibel ist, dann muss man sagen, sie passen nicht so exakt aneinander. Da muss er wirklich nochmal ein bisschen mit den Übergängen gucken hier. Weil wenn ich mir das hier so angucke, das ist hier so ein bisschen, seht ihr das? So eine Delle ist da drin. Ist nicht so ganz so geil. Und hier auch. Diese Mittelteile hier, die passen nicht so gut zusammen. Irgendwie. Ich vermute, es würde besser aussehen, wenn man nur diese hier benutzt, die kleinen und nicht die langen. Die langen machen das eh total schwierig, weil man da mit dem Anpassen so aufpassen muss. Da muss man mit dem Anpassen so aufpassen. Habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe noch nicht oft genug gespeichert. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht oft genug erwähnt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man speichern sollte? Habe ich das eigentlich schon erwähnt, ja? Ich muss es immer noch mal sagen jetzt. Warum stehst du da? Stinkt das da nicht? Der lässt sich einnebeln. Der steht drauf. Unglaublich. Warum gibt es in Satis keinen Quick-Save-Button? Weil der bisher nie notwendig war an sich. Bisher lief es ja super stabil eigentlich, das Spiel. Also es lief ja nie wirklich instabil. Muss man ja einfach mal sagen. Also bei mir zumindest war es immer... Wo andere Spiele fünfmal abgestürzt sind, ist Satis immer durchgelaufen. Muss man mal wirklich sagen. Egal wie und wo und was. Und selbst wenn mal die Framerate eingebrochen ist oder so. Ja, es ist immer durchgelaufen. Die Abstürze in Satis kann ich normalerweise, wenn ich Vanilla spiele, an einer Hand abzählen. Ja, das muss man einfach mal sagen. Ohne Mods läuft das einfach. Und speichern, genau. Da wird gesagt, speichern. Speichern machen wir gleich. Jetzt stecke ich erstmal noch das rein hier. Und dann schalten wir mal den Meilenstein noch frei. Habe ich gerade gesagt, speichern machen wir gleich. Famous Last Words. So, jetzt steck's rein und drücken. Juhu! Efforts of War. Warhorse. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? Was ist denn jetzt neu? Mal gucken hier. Beim Logistik irgendwas? Ah ne, wir müssten jetzt eigentlich neue Glasplatten bekommen haben. Oder? I don't Knopf. Was haben wir gekriegt? Oder neue Rezepte. Das kann auch sein. Oder? Ich muss nochmal nachgucken. Was waren das jetzt für ein Meilenstein? Es sind so viele Meilensteine, ey. Ich komme gar nicht mehr klar. So, das war jetzt Warhorse. Lighted Up Mod. Neues Poster. Stimmt, Inventarplätze. Und Katheriumplatten haben wir gekriegt. Naja, gut. Kohlgenerator, was ist das denn? Light and Long. Light and Strong Versatile Framework. Ich frag mich halt, wofür sind diese Sachen da? Also das sind ja alles spezielle Zutaten hier. Wofür brauche ich die? Also was kann ich damit anfangen? Was ist das genau? Check ich nicht. Henry der Fünfte. Okay, da brauchen wir Filter... Abgepacktes Wasser, das kann ich relativ leicht besorgen. Die, Alter, wir brauchen 50 Gasmasken. Wie, was waren nochmal, was brauche ich nochmal für so eine Gasmaske? Gummi, oder was ist das hier? Gewebe, ach so. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Wenn wir uns eine Gewebefabrik bauen, mit diesem speziellen Blueprint,
Dann können wir das, glaube ich, recht schnell machen. Und Wasser haben wir sogar schon abgefüllt. Das ist tatsächlich da, wo wir unseren Atommüll recyceln. In der Purex-Mod. Da mussten wir Wasser abfüllen. Das müsste es da geben. Da kann ich ja gleich mal mich hinbegeben eigentlich. Speichern, ja genau. Ich speichere nochmal, weil es wird bestimmt... Also wenn ich jetzt eine Prophezeiung abgebe, wann es abstürzt, würde ich sagen, sobald ich in die Tube gehe und zu der Location hinreise, garantiert. Pass auf. Ich wette, es stürzt jetzt ab. Das wäre jetzt genau so ein Moment, wo man nicht mit rechnet, aber wo es dann plötzlich passiert. Es ist meistens so, wenn man das Gebiet wechselt, habe ich festgestellt. Deswegen stelle ich da gerade schon meine Uhr so ein bisschen danach. Gibt es den Kanisterabfüller etwa schon für Wasser? Ne, das wird ja jetzt immer noch mit den Raffinerien gemacht, aber das wäre dann etwas, wofür man dann den Kanisterabfüller braucht. Das würde natürlich auch bedeuten, dass die Purex-Mod verändert werden müsste, weil alles, was da jetzt an Abfüllaktionen passiert, über Behälter, müsste ja dann über den Befüller laufen und nicht mehr über die Raffinerie. Ne? Das heißt, die Rezepte dafür müssten alle geändert werden vom Modder. Und auch da wird es wieder natürlich entscheidend sein, wie schnell wird so ein Modder sein, um das dann anzupassen auf die neuen Systeme. Denn ich gehe mal schwer von aus, der Abfüller wird nicht das einzige sein, was neu ist. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Neuigkeiten. War es das hier? Ja. Aber hier wird nichts abgepackt. Warum nicht? Fehlt dann hier nicht Wasser? War das nicht eigentlich ursprünglich mal so, dass das im Kreis laufen sollte? Irgendwas war doch da. Aber es läuft nicht im Kreis. Ich glaube, ich hole mir einfach mal ein paar leere Kanister und stopfe die da einfach mal rein. Stimmt, das hatten wir irgendwie so gemacht, dass das im Kreis laufen sollte, aber irgendwie... Es kann ja nicht im Kreis laufen, wenn da drüben das nicht entleert wird. Genau, so ähnlich war das. So ähnlich. Kreislaufprobleme. Ich habe ein paar Kreislaufprobleme, fürchte ich. Das ist ja nicht so gut. Ich sollte mehr Sport machen. Ah, nee. Schon allein drüber nachzudenken lässt mich schwitzen. Da trainiere ich lieber meine Pobacken. Indem ich sie mit Kraft gegen den Sitz presse. Ist auch Training. Das ist richtig Training. Ja, hört ihr, wie ich schwitze? Hört ihr, wie meine Pobacken schwitzen? Das ist unglaublich. Ein Entleerungsproblem hat er nicht. Das kommt alles raus. Ja, ich muss hier mal wieder Wasser lassen jetzt. Guck mal. Steck das mal da rein. Und da kommt es auch schon raus. Guck dir das an. Da kommt es raus. Nicht schlecht. War das eigentlich nur die eine hier? Ich glaube ja. Das müsste sich jetzt ja hier hinten eigentlich stauen. Genau, dann holen wir uns das da einfach raus. Oder ich mache einfach mal schnell einen Splitter. Ach ja, Autosave, genau. Gute Idee, speichern. Ha. Das Spiel denkt mit. Nice. Ich mache aber hier schnell einen Splitter hin und dann baue ich mal hier einen Füller. Ah, warum strahlt das hier? Was soll das? Kann ja alles nicht wahr sein. Nein! Falsch platziert. Goddammit hier. Ich muss es oben drauf stellen, das geht's nicht. Also so. Und dann hinten reinstecken, genau. Und dann mach das mal weg hier. Das müssen wir ja nicht jetzt im Kreis laufen lassen hier, genau. So, dann hole ich mir noch ein paar Behälter. Ein paar Bärhälter. Der Bär holt Bärhälter. Schlaganfall. Das Wasser ist echt raffiniert, ja. Ist echt raffiniert mit dem Wasser. Da hat auch irgendeiner irgendwie unter einer der letzten Folgen geschrieben. Von wegen, ja, man sieht ja gar nicht die Sachen, die sieht man ja nur am Ende, die du freigeschaltet hast. Und den Rest des Videos machst du ja nur die Freischaltung und bereitest die vor. Ja, das ist auch tatsächlich der tiefere Sinn dieser Milestones-Mod, ja. Der Sinn liegt nicht darin, die Sachen zu bekommen. Der Sinn liegt darin,
die Sachen zusammenzusammeln, die man dafür braucht, um das dann zu bekommen, tatsächlich. Das ist ja ein Milestone. Es geht ja um das Freischalten. Es geht ja nicht primär darum, was man bekommt. Weil viele von den Sachen, die man da bekommt, sind eben nun mal relativ witzlos. Muss man einfach auch so sagen. Es geht halt nicht darum, die x-te Variation einer Wand zu haben. Es geht mehr darum, ne, dass man eben coole Freischaltung machen kann mit aufwendigen Sachen. Und dass man die Sachen, die man produziert, wenn man sie denn produziert, nicht so wie ich. Ich produziere ja viele von den Sachen gar nicht. Also Masken zum Beispiel. Dass man die halt dann, ja, benutzt, um das freizuschalten. Das ist für Leute, die zu viel Material haben eigentlich, diese Mod. Wer glaubt, es geht primär um die Sachen, die man da freischaltet, der hat die Mod nicht so ganz verstanden. Es geht wirklich vor allem darum, das Zeug zu sammeln, ja. Das ist so, der Weg ist das Ziel. Das ist eigentlich das, was die Mod machen will. Der Weg, genau. Der Weg ist das Ziel. Das ist das Motto von der 100 Milestones Mod. Genau wie es ja bei Satis eigentlich auch normalerweise so ist, ja. Also es ist ja bei Satis auch sonst eigentlich so. Spaß macht es ja vor allem, wenn man die neuen Meilensteine sich erspielt. Auch wenn es dann natürlich geil ist und man dann neue Sachen nutzen kann. Da geht das so ein bisschen Hand in Hand dann, aber das geilere Gefühl ist ja eigentlich, den roten Knopf dann drücken zu können am Ende. Und dann zu sagen zu können, ich habe jetzt mich hochgespielt auf Atomkraft am Ende so. Ne? Das verschafft ja die meiste Befriedigung eigentlich. Und dann damit was zu machen, ist dann natürlich nochmal geil, aber befriedigend ist ja eigentlich der Freischaltprozess. Das ist ja auch immer so die Sache, wenn Leute fragen, was ist das Ziel des Spiels? Naja, das Ziel ist jetzt erstmal natürlich in der Technikstufe aufzusteigen und damit dann coole Sachen zu bauen letztendlich, ne? Aber so ein abschließendes Ziel gibt's ja noch nicht. Und der Milestone-Mod erweitert einfach dieses Freischalten, dieses permanente Freischalten und weiter vorwärts kommen, hochspielen, weitermachen, mehr freischalten, das erweitert der halt einfach nochmal. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.